So, guten Morgen. Zunächst einmal allen einen schönen Feiertag. Ich denke, die meisten werden sich heute die Börse nicht antun. Klassisches S&P-Setup wird auch heute noch pausieren. Ich bin aber im S&P bereits positioniert. Hatte ich auch entsprechend kommuniziert. Ziel 2466. Gucken wir kurz drauf. Der Markt hat sich so ein bisschen erholt jetzt vom nächtlichen Tief. Eingestiegen war ich bei 66. Einfach, weil wir im Forecast ja ab Mai doch einen ordentlichen Schwung gen Süden sehen können. Und hat sich für mich einfach dann Bedarf ergeben, auf der Short-Seite einzusteigen. War jetzt kein super Einstieg, aber mal gucken, was dann daraus wird. Ich denke, das wird jetzt nochmal so ein bisschen schwanken, aber tendenziell sehe ich da doch einiges an Abwärtsrisiko. Ansonsten die Metalle an sich auch sehr interessant. Silber jetzt auch auf meiner Watchlist. Nehmen wir auch mal mit rein. Silber auch vom Forecast her erst im Herbst soweit, dass es wirklich kräftig durchzieht. Aber vom Preisniveau her haben wir da jetzt schon eine ganz attraktive Situation. Silber müsste Gold drastisch outperformen auf Sicht von den nächsten Jahren. Aber wie das dann natürlich jetzt auf so kurzfristiger Ebene abläuft, ist natürlich davon völlig losgelöst. Also da wird es natürlich dann auch entsprechende Schwankungen geben. Zucker nach wie vor drin. Da hatte ich ja die Position zurückgekauft. Ausrichtung bei Zucker, aber auch bei Kaffee ganz klar. Ich möchte bei Schwäche reingehen. Habe ich auf freemoneytrader.com auch einen Artikel drüber geschrieben, in dem ich gerade das Thema Rekordernten aufgreife, weil viele solche Meldungen, wenn sie irgendwo lesen, Rekordernte erwartet, dann ziehen sie den Schwanz ein und verabschieden sich aus Long-Positionen. Das ist vielleicht im ultra-kurzfristigen Zeitfenster mag das sogar richtig sein. Aber man muss halt einfach verstehen, dass sich, wenn es Rekordernten gibt, dann tragen diese Büsche, zum Beispiel in Brasilien im Moment, die Kaffeepflanzen, die tragen sehr, sehr große und sehr, sehr viele Früchte, sprich Bohnen. Und dann ist es so, dass die Pflanze natürlich davon auch ausgelaugt ist. Die Pflanzen brauchen naturgemäß dann eine Erholungszeit. Das heißt, das, was jetzt im Moment auf den Preis drückt oder was zuletzt auf den Preis drückte, das ist genau auch der Grund, warum es höchstwahrscheinlich, in den meisten Fällen ist es jedenfalls so, in der folgenden Ernteperiode, im folgenden Erntejahr, eine schlechte Ernte gibt. Und wenn man das verstanden hat, dass eine gute Ernte, das ist auch bei, das kennt ja jeder, der im Garten schon mal was angebaut hat, das ist natürlich sehr, sehr an der Oberfläche gekratzt, wenn wir jetzt darüber sprechen, was wir im Garten angebaut haben und das dann vergleichen mit solchen Adressen, die wirklich professionell Kaffee und dergleichen anbauen. Aber jeder kennt es. Irgendwann ist der Boden einfach ausgelaugt. Also irgendwann tauscht man den Boden aus. Also jedenfalls kenne ich es so. Meine Oma hat sehr viel angebaut, weil irgendwann dann werden die Früchte auch nicht mehr oder das, was man da, selbst wenn es Kartoffeln oder was auch immer, Bohnen, was wir alles angebaut haben, irgendwann werden die kleiner oder bleiben kleiner, werden nicht mehr so groß, beim neuen Anpflanzen. Ganz einfach, weil der Boden durchgeleiert ist. Der hat nicht mehr die Nährstoffe, weil so eine Frucht, was auch immer man da anbaut, wird ja nur groß, wenn sie viele Nährstoffe zieht. Und so ist es bei diesen Kaffeepflanzen auch. Oder grundsätzlich bei Rohstoffen. Wenn die Ernte gut ausfällt und üppig,
dann entzieht das Nährstoffe und die fehlen dann halt in der folgenden Ernteperiode. Meistens, gerade bei der Kaffeepflanze, ist es so, dass die sich dann erstmal erholen muss. Und deshalb muss man da, wenn man jetzt nicht im ultrakurzfristigen Bereich unterwegs ist, was ich jetzt da nicht bin bei Zucker und bei Kaffee, wenn man sich perspektivisch positioniert, ist es tatsächlich das Prinzip, kaufen, wenn die Kanonen donnern, gut. Das heißt also, wenn die Nachrichtenlage vermeintlich so ist, dass es eigentlich nur noch fallen kann, dann sollte man kaufen. Aber nicht einfach nur, weil das so eine Floskel ist, kaufen, wenn die Kanonen donnern, sondern weil genau das fundamental dahinter steht. Die Büsche sind ausgelaugt, die Pflanzen sind ausgelaugt, brauchen Erholung. Sie tragen in der Regel, es wird immer Ausnahmen geben, aber sie tragen in der Regel im Folgejahr drastisch weniger. Und wenn dann noch etwas dazukommt, wie wir es 2014 hatten, mit Dürre und/oder Frost, dann kann das eine richtige Preisexplosion geben. Das heißt, da baut sich enorm Spannung auf. Und wenn man das nötige Sitzfleisch hat, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt einen Trade, der wahrscheinlich 1, 1,5 Jahre braucht, bis er aber richtig dann eine üppige Ernte einfährt, buchstäblich. Wenn man dieses Sitzfleisch hat und es einem nicht darum geht, mal da 500 € mitzunehmen und da mal $200, sondern wenn man darauf abzielt, vielleicht mal einen Trade zu machen, der 30.000 oder 40.000 $ bringt pro gehandelten Kontrakt, ja, dann ist das die richtige Vorgehensweise. Aber man wird Schwankungen aushalten müssen. Im kurzfristigen Zeitfenster wird es auch nochmal gegen einen laufen können. Das muss klar sein. Aber perspektivisch ist da natürlich viel zu verdienen. Und das ist der Hintergrund dabei. Und das zu verstehen ist, glaube ich, sehr wichtig, weil man sich ansonsten immer nur an den aktuellen Nachrichten, die natürlich dann für die vermeintliche Positionierung, wenn man long ist, eher dürftig sind, weil man sich ansonsten nur daran orientiert. Das also ganz kurz dazu. Bei Lean Hogs bin ich auch ausgeführt worden jetzt. Gar nicht gesehen gehabt, aber sehr gut. Gerade mal schauen, hatten wir da die 75,50? Also, ich sehe es natürlich in den Kontoauszügen nachher, aber bevor ich da irgendeinen Quatsch schreibe. Siebzig, okay, alles klar. Nicht, dass ich da Quatsch schreibe. Also 75,70 hatte ich das Limit drin. Und ja, zum heutigen Tag im S&P, auch wenn ich auf der Short-Seite positioniert bin, wenn es so nächtliche Reversals gibt, wenn der Markt jetzt neue Hochs macht, ist auf jeden Fall anzuraten für diejenigen, die rein intraday orientiert sind, sich nicht gegen diese Bewegung zu stellen. Außer wenn da bahnbrechende News kommen, die natürlich den Markt dann nach unten katapultieren, ist es typischerweise so, dass diese nächtlichen Reversals wirklich Tage sind, an denen es nach oben geht. Zudem haben wir Dienstag, das sind dann häufig auch nach Schwächeperioden, sind das Tage, an denen man ganz gut beraten ist, wenn man long handelt. Wir haben unser 6-Uhr-Setup, bei dem wir auch, wenn wir am Vortag ziemlich unten geschlossen haben, und das war ja gestern der Fall, wir gut beraten sind, wenn wir so gegen 6 Uhr auf der Long-Seite einen Einstieg suchen im S&P, im Nasdaq. Und da gucken wir gerade mal,
Das sind alles Orientierungshilfen, das sind alles ja, Regelwerke, die uns helfen, weg vom Münzwurf zu kommen. Denn das ist das, was jeder macht, wenn er anfängt. Und bei einigen ändert sich's nie. Münzwurf, Bauchgefühl, alles das Gleiche. 6 Uhr, man sich fragt, woher kommt dieses Phänomen, dass der US-Aktienmarkt so ab 6 Uhr unserer Zeit im Durchschnitt, natürlich nicht jeden Tag, aber im Durchschnitt, wenn ich das wieder und wieder mache, wenn ich 1000 Tage handle und gehe immer um 6 Uhr long, dann werde ich in Summe den Markt geschlagen haben. Wenn ich Daytrader bin und ein bisschen natürlich ein Gespür dafür habe, wenn ich dazu noch berücksichtige, okay, es muss am Vortag Schwäche gegeben haben und das dann mache, dann ist es nochmal erfolgreicher. Wenn man sich aber die Frage stellt, woher kann das rühren, warum gerade 6 Uhr morgens? Das ist halt, wir haben ja 6 Stunden Zeitversatz zu den Amis. Es ist halt genau der Beginn des neuen Tages in den USA. Warum, wieso, weshalb? Ja, man weiß es nicht. Aber da kommen dann halt neue Orders rein. Es ist ja nicht der Kassahandel, sondern es ist halt der, da ist die Nacht. Da ist es 0 Uhr in den USA, sozusagen. Aber damit könnte es zusammenhängen. Natürlich auch mit dem Zeitpunkt, den die japanischen oder die asiatischen Sessions da haben im Normalfall. Kann man nur mutmaßen. Aber auf jeden Fall fällt auf, dass es natürlich genau Tagesbeginn in den USA ist. Und also der neue Tag beginnt. Ja, das ist die Positionierung. Lean Hawks ausgeführt. Tenjie Tino war gestern mehr oder weniger Nullsummenspiel. Weizen gab es keine Ausführungen. Und ich bin im S&P, wie gesagt, seit 2666. Short und Versuche auf 2466,5 abzuziehen, hatte ich gestern schon erläutert, was dahinter steckt, Forecast und das Potenzial, wenn es so einen Rutsch gibt, ist häufig so 10, 15%, also 10 bis 13% ist also der Durchschnittswert. Und das ist dann der Versuch, ungefähr so eine Hausnummer mitzunehmen. 2450 ist zudem ein Effizienzlevel, also deshalb in dieser Region das Ziel. Das jetzt, also da braucht jetzt keiner irgendwie glauben, dass dahinter eine höhere Mathematik steckt, was ich jetzt da 2466,5 genommen habe. Wenn ich weiß, 2450 ist ungefähr so die Region, 2450, 2470, liegt eine potenzielle Ziel- und Unterstützungszone, dann nehme ich irgendeine krumme Zahl und lege die dann da rein. Das ist alles. Also, wenn es bis 50 fällt und ich habe bei 66,5 das Ziel, werde ich ja ausgeführt. Also da gibt es keine höhere Mathematik dahinter oder keine Fibonaccis und goldener Schnitt und diesen ganzen Quatsch, aus meiner Sicht Quatsch, so dass man dann da irgendwie so ein präzises Ziel errechnet. Also es wäre auch reiner Zufall, wenn das punktgenau getroffen würde und man dann sagt, mein Gott, wie hat er denn das berechnet? Das ist Quatsch. Ich weiß ungefähr, in welche Richtung es, also ich weiß ungefähr die Richtung, in die es gehen soll. Ob es dann auch so sein wird, wird man sehen. Ich weiß ungefähr die Richtung mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, nämlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 75%. Ich weiß ungefähr die Dimensionierung anhand der Statistik, weiß ich, so 10% sind solche Kursrutsche. Sondern 10% von 2680 oder 2096 ausgehend, weiß ich ungefähr, ich komme so in diese Richtung, so 10, 15%, komme ich in die Richtung 2450, Pi mal Daumen. So, da ist auch noch ein Effizienzbereich, ein Volumen-Support und so ergibt sich das dann. Und dann ist die Zahl aber irgendwas Krummes in der Nähe dort. Ich hätte jetzt auch 2470 nehmen können, ich hätte auch 2463,5 nehmen können. Das ist Makulatur. Ansonsten ist heute Vormittag nicht so viel zu erwarten. Britisches Pfund-Setup arbeitet wieder ab dieser Woche. Hatte aber zuletzt ist das Pfund so schwach gewesen, dass natürlich jetzt die Gefahr erhöht ist. Ich muss schon immer auch gucken, was hat der eigentliche Ansatz, was hat er gemacht zuletzt? Und das Pfund war natürlich so schwach, dass diese Methode zuletzt jetzt funktioniert hätte, obwohl sie halt im
April immer pausiert. Von daher wäre die Gefahr erhöht, dass man dort mit Verlust, mit einer kleinen Verluststrecke startet. Deshalb werde ich dort so seicht hineingleiten, werde also jetzt nicht stupide auf den Kalender gucken, sagen, oh, 1. Mai, jetzt geht's wieder los, sondern versuchen, das mit Verstand einzusetzen. So, unveränderte Positionierung. Wir haben die Index Futures, die jetzt wieder so ein bisschen zurücksetzen im Intraday-Verlauf. Aber alles noch im Rahmen. Highlight in dieser Woche dürften die Non-Farm Payrolls werden. Die werden sich natürlich auch auf den US-Aktienmarkt erheblich auswirken im Normalfall. Da dürfte es also kräftige Bewegungen geben. Aber auch heute ist es wieder so, dass der Bondmarkt sich sehr, sehr träge gibt, trotzdem die amerikanischen Aktien jetzt gestern eher unter Druck waren. Haben wir gestern jetzt nicht so den riesigen Run auf Anleihen gesehen? Heute bislang auch nicht. Ist aber auch noch sehr früh der Handel. Von daher, ja. Baumwolle ist im Moment oberhalb der gleitenden Durchschnittslinie auf Tagesbasis. Das heißt, da wird es heute, also da müsste es kräftig runtergehen, damit wir heute da ein Setup bekommen um 14 Uhr. Aber wir werden es sehen, es kann natürlich immer noch sein. Palladium, Silber, Gold, alles potenziell bei einem nochmaligen Rücksetzer interessant für die Long-Seite. Im Moment aber auch da, wenn man sich jetzt Gold anschaut zum Beispiel, kann mitnichten davon die Rede sein, dass Gold als sicherer Hafen jetzt irgendwie gesucht wird, wenn die Aktienmärkte beginnen zu schwächeln. Das ist absolut nicht zu sehen. Ist auch dauerhaft überhaupt nicht haltbar. Woher das kommt, das weiß niemand. Diese Behauptung, dass Gold im Fall eines Abgleitens im Aktienmarkt als sicherer Hafen fungiert, ist einfach überhaupt nicht verifizierbar. Aber es wird immer wieder gerne behauptet. Woher auch immer das kommen mag. Also, an der Stelle im Moment kein Handlungsbedarf. Passt auch ganz gut zu dem Feiertagsmodus, den die meisten wahrscheinlich auch haben. So gegen 14 Uhr könnte es wieder eine Aktion geben, aber ob das so sein wird, werden wir dann erst sehen. Im Moment schaut es eher nicht so aus, aber wir werden sehen. So, 14 Uhr. Um diese Zeit kann es bei Cotton zu einem Trade kommen. Wir sind aber hier klar oberhalb des 2-Wochen-Durchschnitts. Somit sind wir auf Tagesbasis im Aufwärtstrend. Und damit ist dieser fundamentale Effekt, den wir dort nutzen wollen, nämlich das Hedging, für unser Setup hinfällig. Zuletzt die Strategie ja im Drawdown gewesen. Letzte Woche auch, während ich in Loa war mit einer Gruppe, auch nochmal einen Verlusttrade gehabt. Ich hatte es schon gesagt, 5 von 6 Trades, oder 5 der 6 letzten Trades waren Verlierer. Völlig normales Phänomen, so wie es Gewinnstrecken auch gibt von 5 von 10 Trades irgendwann, gibt es halt auch mal längere Verluststrecken. Nach wie vor eine der stabilsten und bestperformendsten Strategien. Und ja, das ist, glaube ich, auch das, was man in diesen 2 Monaten sehen kann, wenn man genau zuschaut. Es gibt Sachen, die funktionieren sofort. Es gibt Sachen, die sind erstmal in einer, ja, Rückzahlungsphase, sprich in einem Drawdown.
Es geht aber darum, nicht emotional zu werden, weil man vielleicht mal einen riesen Gewinn gemacht hat und auch nicht emotional zu werden, weil man vielleicht mal eine Serie von Verlusten hatte, sondern immer wieder das Gleiche zu machen, nämlich Bedingungen abzuklären, wenn die erfüllt sind, zu handeln, wenn sie nicht erfüllt sind, sich rauszuhalten und diese Regelwerke immer wieder einzubringen. Und dann kommen automatisch irgendwann die Performance-Schübe. Und da ist es völlig egal, ob die jetzt bei den ersten drei Trades kommen oder nach 20 Trades oder nach 100 Trades. Ich kann es sowieso nicht beeinflussen. Ich muss einfach nur den Ball immer wieder ins Spiel bringen. Ich muss schauen, dass ich das Gesetz der großen Zahlen anwende. Und wer das macht, der wird am Ende erfolgreich sein. Und wer das verweigert und glaubt, dass es irgendwie auch anders ginge, der wird natürlich der Regel eines Besseren belehrt werden, indem er viel versucht und am Ende feststellt, dass das alles nicht so ganz wirklich funktioniert hat. So, kurzer Blick auf Palladium, wie gesagt, die Metalle, im speziellen Gold und ganz, ganz speziell Silber, sind für mich sehr, sehr interessant. Da will ich rein bei Schwäche. Lean Hogs, ja jetzt auch inzwischen im Depot. Crude Oil werden wir morgen handeln. WTI Storage Report mittwochs. Wir haben diese Woche dann noch die Non-Farm Payrolls am Freitag. Das wird meines Erachtens sehr, sehr spannend werden. Wie sich das dann gestaltet, wie die Daten ausfallen. Ich gehe davon aus, dass wir da einen kräftigen Impuls bekommen werden für den Aktienmarkt. Non-Farm Payrolls-Tage sind sehr häufig Trendtage. Deshalb, ich freue mich drauf und bin gespannt, was sich da für uns an Möglichkeiten bietet. Bondmarkt sehen wir hier nach wie vor sehr, sehr lethargisch. Auch die Schwäche im Aktienmarkt hat den jetzt weder gestern noch heute wesentlich nach oben katapultiert. Ist auch nicht immer so. Und dann halten wir an der Stelle mal fest, 14 Uhr, Cotton ohne Setup. Heute hatte ich ja und gestern, ich hatte es ja schon mal gesagt, vielleicht hat es nicht jeder mitbekommen, kochen wir auf Sparflamme. Erstens mal, die Setups geben nicht viel her. Das ist schon mal das Wichtigste überhaupt, dass man das natürlich berücksichtigt. Aber es ist auch so, dass natürlich ganz viele diese Tage eher nutzen, um mit der Familie Zeit zu verbringen. Ist bei mir ähnlich. Wenn die Kita zu hat und ja, die Familie da ist, dann ist es sinnvoll, dass man sich darauf fokussiert und nicht irgendwie krampfhaft versucht, aus einem Markt, der sich sowieso eher träge bewegt oder wo kein Setup vorliegt, etwas rauszuschneiden. Wir werden dann ab morgen uns wieder auch ausführlicher mit dem Drumherum befassen. Wir werden uns Forecasts anschauen. Wir werden uns aktuelle Setups anschauen. Wie ist da die Signallage? Alles Mögliche besprechen. Von Risikomanagement bis Psychologie, alles, was eben mit diesem Trading-Ansatz oder mit Trading generell zu tun hat. Nur heute macht das wenig Sinn, wenn da sowieso ein Großteil der Leute einfach mit einem Auge nur hinschaut oder vielleicht sogar gar nicht anwesend ist.
Und auch, weil es bei mir nämlich genauso ist, dass ich da den Fokus eben auf die Familie lege jetzt an solchen Tagen. Von daher, das nur schon mal als Hinweis. Ist also nicht so, dass wir jetzt hier jeden Tag nur noch an den Orderzeiten irgendwie ganz kurz was sagen, sondern es ist eben, ja, es soll ein Einblick sein in meinen Alltag, in den alltäglichen Ablauf oder die alltäglichen Abläufe, wie sie bei mir stattfinden. Und da zählen Feiertage dazu, da zählt dazu, dass irgendwas mal ad hoc passiert, was einen dann doch weg vom Rechner reißt, da zählt eben alles dazu, weil das ein absurdes Bild oder ein geschöntes Bild vom Trading-Alltag gezeichnet wird, das haben wir, wenn wir uns links und rechts umschauen, zur Genüge. Und ich denke, da ist es ganz sinnvoll, wenn man einfach mal die Realität gezeigt bekommt, dass es sehr viel aus Warten besteht, dass Bedingungen abgeklärt werden müssen, dass es eigentlich für diejenigen, die in diesem Action-Modus sind, wahrscheinlich stinklangweilig ist. Aber ja, genau so funktioniert es und nur so funktioniert es. Es ist kein Platz, bei dem wir, an dem wir uns austoben können, wenn wir irgendwie zu viel Energie haben. Da muss man sich was anderes suchen. Ist kein Platz für Aktionismus. So, also, das war unser 14-Uhr-Check. 15:30 Uhr kann ich jetzt auch schon sagen, werden wir im S&P kein Setup haben, weil da die Vorfilterung uns noch an der Seitenlinie hält. Aber das ist auch gar nicht weiter schlimm, denn wir haben ja, oder ich habe ja sowieso schon eine Position laufen. Das ist ein Swing Trade, hat jetzt mit dem Intraday-Geschehen nichts zu tun. Aber ja, also da ist kein Handlungsbedarf und deshalb, wie gesagt, jetzt heute nicht so viel zu tun geben im weiteren Verlauf. Aber wir werden es sehen. Falls sich ad hoc was ergibt, dann werde ich natürlich was machen. Aber jetzt ist gerade wieder so eine Phase, wo es in vielen Märkten so ist, dass ich wieder Positionen aufbaue. Dabei werden einige schnell anlaufen, andere nicht. Lambert zum Beispiel läuft noch nicht an. Berlin Hawks erste Position jetzt auch drin. S&P erste Position aufgebaut. Also Zucker zurückgekauft kürzlich. Also das ist ein typisches und klassisches Prozedere. Es gibt Phasen, in denen kassiert man und es gibt Phasen, in denen investiert man erstmal. Und jetzt ist wieder so eine Phase, wo halt Positionen aufgebaut werden. Ich gehe davon aus, dass im Normalfall jedenfalls wir diese Schlagzahl bei den Ergebnissen in den zweiten 4 Wochen jetzt nicht halten werden. Was wir jetzt in den ersten 2, 3 Wochen da hatten, das war halt, das ist sehr vieles sehr schnell gut gelaufen. Jetzt sind halt da auch längeratmige Trades, wie jetzt im S&P, wie bei Lumber. Das ist ja alles Positionsaufbau gerade erst. Und das sind ja Positionen, bei denen es darum geht, ja, so zwischen 6 und 12 Wochen Schwünge mitzunehmen, über 6 bis 12 Wochen. Und von daher ist meine realistische Einschätzung, dass wir in den zweiten 4 Wochen unserer Trading-Wochen hier wahrscheinlich nicht so viel rausholen werden wie in den ersten Wochen, vor allem nicht so schnell, aber man weiß das nie. Es kann natürlich sein, dass die Entwicklung dann in dem einen oder anderen Markt toll ist, aber im Normalfall ist es so, dass das nach und nach kommt. Einige Märkte werden sofort laufen, einige Märkte werden erstmal gegen einlaufen, vielleicht sogar recht deutlich, andere Märkte werden so ein bisschen rumdümpeln. Das Wichtige ist eben, dass ich bei der Masse an Trades, dass ich die konsequent mache, weil dann komme ich am Ende auf den Erwartungswert, den ich brauche. So, das also zu unserem 14-Uhr-Update. 15:30 Uhr gucken wir nochmal drauf, aber wie schon gesagt, es wird höchstwahrscheinlich da keine zusätzliche Positionierung geben, sondern es bleibt bei den Positionen höchstwahrscheinlich, die bislang hier im Depot sind. Zweite Wochenhälfte wird sehr spannend. Morgen ja dann WTI. Mit Storage starten, am Freitag dann die Non-Farm Payrolls, habe ich eben gerade schon mal gesagt. Das werden so die Highlights der Woche sein. Natürlich kann jederzeit irgendetwas da aus Amerika rüberwehen und
gerade irgendwas Geopolitisches passieren, was wir nicht hoffen wollen, was natürlich dann die Märkte in Wallung versetzt. Aber ansonsten ist es erstmal absehbar, dass wir wahrscheinlich in der zweiten Wochenhälfte die spannendere Zeit haben werden. So, 15:30 Uhr im S&P sind wir an der Seitenlinie, was den Intraday-Handel angeht. Ich habe nach wie vor die Short-Position drin als Swing Trade. Mal schauen, was da sich entwickelt. Im Moment schaut es okay aus, aber das kann sehr schnell wieder eine andere Wendung nehmen. Ansonsten nichts Neues an Positionen. Ich ziele darauf ab, bei irgendeinem Schwächeanfall mal in Silber reinzukommen. Mal gucken, ob das gelingt. Cotton heute ohne Setup bei Lean Hogs. Bin ich drin? Mal gucken, wie weit da die Füße tragen. Und ja, ansonsten wird sich das alles, wie vorhin schon erläutert, auf die kommende Woche verlagern. Auf die kommende Woche, was ein Quatsch, ich erzähle. Auf die zweite Wochenhälfte verlagern. So. So, 20 Uhr. Wir sehen, dass die US-Märkte wieder Boden gut machen. Ja, Positionierung unverändert, alles wie gehabt. Intention ist nach wie vor bei Silber reinzukommen. Gerade auch die Tech-Werte in den USA ziemlich stark. Sind wir mal gespannt. Ansonsten unveränderte Positionierung. So, im Weizen mache ich jetzt kurz vor Toreschluss eine Short-Position auf. Ziele darauf ab. So bei 500, so was haben wir da? Ja, 519, 520, 520 als Ziel. Fünfhundertneunundzwanzig, Einstieg, Ziel 520, gültig bis auf Weiteres. So, Wheat also jetzt im Juli-Kontrakt, erste Short-Tranche eröffnet, 529, Ziel 520, gültig ist die Geschichte bis auf Weiteres. Ansonsten S&P Short nach wie vor drin, hat sich aber wieder deutlich erholt, der Markt. Ja, aber bleibt nach wie vor die Intention hier, einen größeren Schwung mitzunehmen,
Forecast zeigt hier für die nächsten Wochen tendenziell gen Süden. Da wird es natürlich dazwischen immer wieder auch Erholungsschübe geben, völlig klar. Aber von der Grundausrichtung her ist das hier die Marschroute. In den Lean Hogs sind wir zwischenzeitlich ganz toll nach oben gelaufen, dann mit einem Schlag alles wieder abverkauft, dann ging es wieder rauf. Naja, auch keine einfache Phase. Werden wir morgen schauen, wie sich die ganze Geschichte da entwickelt. Ich denke, die meisten werden jetzt Fußball schauen wollen. Ich genauso. Allen ein spektakuläres Spiel und ja, hoffentlich mit dem richtigen Ausgang.